Willkommen zurück zu GTA Vice City. Tommy, man, that psycho's back. Oh. What's going on? That psycho won't leave Lovefist alone. You didn't kill him, man, and now he's back. Yeah. The thing is, we need someone to drive the limo we can trust, because that nutter keeps making threats. Michelle, man, I need my mom. We're all breaking ourselves, man. Okay, guys, calm down. I'll handle this. Tolle Rocker, direkt am Einscheißen hier. I'm busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals. But in your case, I'll make an exception. Yay, wir sind als Fahrer eingestellt. Yay! In der Office-Limo, die finde ich eigentlich ganz cool. Und nun? Ah! Time for a well-earned drink. Are you finished just 100 yards down the road, man? Better make it a large one, then. Hey, Tommy, change the tunes, man. I get all confused if my head's not banging. Ah, look, what's this? Hey, Tommy, stick this tape on. Office. Your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. Well, now I'm giving you the chance to die. You try and slow down, your limousine will explode along with your big airy asses. Tommy, pal! Oh fuck, wir haben eine Bombe. I'm getting bored of this. Ah, an die Mission kann ich mich noch erinnern. Wir dürfen nicht langsamer werden, also... Diesmal muss ich gut fahren. Ah, ich bin wogegen gefahren. Hey, the vodka bottle's got wires coming out here. That's no vodka. That's boomshine. Wire to blow! My God, ganz ruhig, es ist nur eine Bombe. I've seen this on the telly. You can't pull out one of the wires. Which wire? I don't know, man. I don't have a clue. Willie, she's showing. I'm gonna play bass in hell. Tommy, man, keep driving fast, pal. Somebody do something. I clever. Somebody do something? What kind of crap is that? I've seen braver crimes. Okay, tough guy, you do something. Look, man, I play a musical instrument. I got a clue about bomb disposal. Die haben so ein... I have heard that you're good at that kind of thing. Hey, I was off my tits that night as well, you know. Just pass Willie a straw. Aye, a straw? This is a Lovefist tour bus. Oh my god, get a straw pick, if I mean. Which wire, Tommy? The green one. There isn't a green one. Oh, is this a green one? Any of these wires look green to you? Oh, Nick, this in the cards, oh, it looks green. I should have dumped you a lot when I had the chance, man. Come on. Capitalist! I've been carrying you for years. Shut up, you muppet. Like screaming girl. Aye, shut it and pull a wire. Jetzt zieh doch einfach den Draht raus. This one. No! Man, we're okay. We ain't been blown up. Tommy, man, nice. Yeah. Rock and roll, man. And we got a gig to go to. A racket to make. Groupies to abuse. Lovefist! 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 Die Kerle haben Nerven. Auf zum Auftritt von Lovefist. Und das alles nur für die 100 Meter hier. Oh, Mann. Jetzt. Los geht's. Schöne Musik, immerhin, ne? Ja! Ja, sieht gut aus. Listen to yourself, man. It's paper-mashy and gaffety. Hey, to the kids, it's a temple, and we are the priests. Aye, well, if the kids like the priests have cut and grown dead, who might tell you? What? Was jetzt los? Chewed up again? It's right, we'll never get a play alive. Oh, shite. My bowels. Aye, we can't get on with death, so thanks again, Tommy. Give him a nice one. Bye. Yo, haut rein. Und wieder ein Auftraggeber abgeschlossen. Wie viel haben wir? 71.000. Ich würde mal sagen, wir schauen mal, ob wir uns was kaufen können damit. Ein nettes Geschäft wäre mal wieder angebracht. Fahren wir mal hier rechts rein. Vielleicht können wir uns ja die Druckerei ein bisschen leisten. Ansonsten mal sehen. Ah, Vorsicht, passt doch mal. Oh ja, gebt mir ruhig einen Stern.
Ich stehe da drauf. Verhandlung ist immer toll. Wum. Voll am Bein vorbeigebrettert. Geht weg. Ach so, ich muss ja hier auch irgendwann mal einbiegen, fällt mir gerade ein. Wo ist denn die Druckerei nochmal? Ah, oh, die ist doch direkt hier, oder? Ach nee, hier ist der Taxiladen. Wo war denn die verfluchte Druckerei? Oder wollen wir uns zuerst das Taxiunternehmen kaufen? Telefon! Hello, Tommy. Hi. Yeah, it's Baker. Just wanted to say I really enjoyed the show. Me and the boys want to thank you and remind you, you got our respect. Good day. Keep riding hard, son. I will get you his finger. Da toll, aber mir ist glaube ich gerade wieder ein Gedankenblitz eingefallen. Ich glaube, ich weiß zu wissen, dass hier hinten noch ein Paket war. Aua. Nämlich hier hinten. Ja, komm schon. Sei richtig diesmal. Ich will meine Fans nicht enttäuschen. Kommt schon, Leute, hier war ein Paket. Ich weiß es. Tut mir das nicht an. Hier irgendwo. Kommt schon. Ich fühle mich gemobbt. Aha, wusste ich's doch. Hab's. So, und jetzt können wir auch gucken, ob... Au. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ich will doch nur gucken, ob ich den Taxiladen kaufen kann. Für 40.000, den nehmen wir. Los geht's. Guess you're the new owner. What are you, mob, cartel? You don't look Mexican. Anywho, I guess you better get on with the things are gonna change around here crap. Maybe threaten one of the drivers. Go steady on Ted over there. He's just had his hernia fixed. Lol. Well, yeah, things are gonna change around here, lady. Oh, crap, Sonny. Might as well leave this to me. I've been doing this for years. Now, here's this. We are now under new management, and things are gonna change around here again. Our new management needs... Which gang are you? Well, I'm not part of any gang, actually. What's your goddamn name, kid? Vercetti. Tommy Vercetti. Our new management, the Vercetti gang, is gonna make sure we get no trouble, capiche? Our... Yay, Vercetti gang. Das klingt gut. I like the capiche. So this is how it's worked in the past. We run the firm as usual. If we get any trouble from rival firms, you beat the crap out of them. Then they beat the crap out of us. Then you beat the crap out of them, etc., etc. You got it? Yeah, I guess. Just grab a taxi from the garage if you feel like jumping in. Okay. Taxiunternehmen gekauft. Sehr schön. Kaufmann Caps. So, boah, direkt eine Schießerei vom Laden. Yeah, meine Gang legt los. Schnappt euch den Bullen, schnappt euch den da. Los, weg da mit den Jamaikanern, keine Ahnung, Kubaner. Nee, Kubaner waren es, glaube ich, nicht. Egal, sie sind tot. So, und wir gucken mal, was das jetzt für eine schöne Taxi-Nebenmission ist hier. Los geht's. Okay, we got a high-class fare needs to pick it up from Starfish Island. Any takers? Tommy here, I'll take it. What the fuck, ich habe nur eine Minute, um hinzukommen. Was zum... Was zum Gürger? Aber das sollte zu schaffen sein, wenn ich mich nicht aufs Maul leg. Wenn ich mich nicht aufs Maul leg. Boah, nee. Ihr habt doch nee gesagt. Also dieses Taxi, ne? Dieses Taxi möchte ich mal sagen, ne? Dieses Taxi, ne? Gib mir mal dein Auto. Ein Kaufmann-Taxi brauche ich. Der war gut. Wo soll ich denn jetzt ein Kaufmann-Taxi herkriegen hier? Ich habe kein verdammtes Kaufmann-Taxi. Wieso rutschen denn die Autos hier alle auf einmal so? Na, das wird nichts. Da fahre ich gleich wieder zurück zum Taxiladen. Hol ich mir halt ein neues Taxi. Mit mir nicht.
Ich weiß, dass die Mission fehlgeschlagen ist. Ich bin nicht blöd. Die richtige Taxi-Nebenmission werden wir, glaube ich, auch nicht machen während des Let's Plays. Dafür bekommen wir nur so ein... War das ein Sprungtaxi? Weiß ich nicht mehr genau. Aber nichts Wichtiges auf jeden Fall. Von daher, verschenkte Zeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass euch das interessiert, wie ich hier die ganze Zeit rumfahre und Leute von A nach B fahre. Los geht's! Diesmal komme ich auch an. Das verspreche ich euch. Ich fahre jetzt etwas gesitteter. Ich war nur beim letzten Mal etwas erschrocken darüber, dass ich eine Zeitbegrenzung habe in dieser Winzigkeit, sage ich mal. Aber geht ja ganz gut. Wir sind da. Jetzt parken wir noch schön rückwärts ein hier. Hupe. What the hell? Was denkt er sich, wer er ist? So. Abhauen. Das nenne ich mal Taxigeschäft. Zum Flughafen willst du? Alles klar, kann ich dich bringen, kein Problem. Blöde Konkurrenz hier. Schnappen die mir einfach die Fahrt weg. Seht ihr, wie gut ich fahren kann, wenn ich es will? Noch. Ich komme mit den Straßen von Vice City nicht mehr klar. Regen. Ja. Du mich auch. Und los geht's. International Airport. Hier draußen sind noch Waffen von mir. Unter anderem schöner Revolver. Den nehme ich mit. So, die Mission haben wir also auch. Ist doch alles easy, super easy, super easy. Wo sind wir hier? Flughafen, würde ich sagen, grob. Aber wir müssen, glaube ich, in die andere Richtung. Ich will ja wieder in die Stadt rein. Ach, hier hinten gibt es auch direkt eine Mission, sehe ich gerade. Wie komme ich denn da hin jetzt? Mann! Muss ich hier lang? Hört auf, mich anzuhupen. Boah. Gewitter. Gewitter! Ja! Gewitter! Vorsicht. Huiuiuiui, Sturmgewehr. Meins? Au, au, eingepackt. Jetzt laufe ich mal hier vorne lang, weil ich das schön kann. Haben wir hier noch ein Paket zufällig? Nö, haben wir nicht. Sprich, das war ein bisschen... Aber hier war doch eins, oder haben wir das schon geholt? Scheint, als hätten wir das schon geholt. Boah, seht euch das mal an, meine Munition. Teufelszahl. Ich bin verflucht. So, die Mission fangen wir dann im nächsten Part an, würde ich sagen. Rockstar. Guten Tag. Das sind die Kubaner nämlich. Wie hießen denn die anderen nochmal? Das lässt sich doch in den Statistiken, glaube ich, sehen. Besuch in Versteck, verstecktes Päckchen, bla 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 bla.
Boote zerstört, Flugzeuge. Wo ist denn hier jetzt mal was von wegen? Unbeliebteste Gang, möchte gern Gangster, lol. Schade, kann ich hier doch nicht sehen. Na gut, ist ja auch egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, euer Lord Peter.